There are still some people say you will never be black. You're joking with us. I want to be black and more black. Martina Beek ist bekannt für ihren umstrittenen Look. Riesige Brüste, ein operiertes Gesicht, Kurven wie eine Barbie-Puppe. Das deutsche Model will nun noch einen Schritt weitergehen. I think I'm changing my race. Im Januar 2017 lässt sie sich mit einem speziellen Bräunungsmittel behandeln. Die Deutsche verändert ihre Hautfarbe und behauptet dabei, sie habe ihre Rasse geändert. That's the reason why I go to Africa to learn more about the culture, not only changing my color, because I feel that I'm black. Describe myself as African woman. Proud African woman. Martina Beek behauptet, die Injektionen des Bräunungsmittels hätten auch ihre Augen- und Haarfarbe verändert. Außerdem habe sie durch die Spritzen Locken bekommen. Martina zieht durch ihr originelles Auftreten viele Blicke auf sich. In Deutschland und in Afrika. Die Kenianerin Carol Dickoff ist über Facebook auf Martina aufmerksam geworden und möchte sie unbedingt kennenlernen. Why? What made her to change the color to be black? Because it's not norm for a white person to change the color. Then do it like this. To make a form. Nach einem Tag des kulturellen Austausches kommt die geborene Kenianerin zu einem Schluss. I am very happy that Martina came to visit me. We had a lot of fun. If you meet her in real, then she looks like African, so like me, African. She's now brown like me and I find her interesting, she looks nice. Of the Son and the Holy Spirit. A lot of people say you can't never be black. You're going to preach with power, with authority. You're going to resist the devil. If you're really open-hearted and concentrate yourself, not only the look that changed, also the inner heart. Big is not big enough is still my motto. But also, black is beautiful.